Ich begrüße Jens Kröger vom Öko-Institut. Er stellt eine Studie vor, nein, sein Forschungsprojekt. Beides. Er redet über den Einfluss von Software auf den Ressourcenverbrauch. Wir warten noch kurz, bis sich der Tumult gelegt hat. Der ist in der, ich hatte das doch vorhin offen. Haben wir den hier oder hatten wir den? Ein Glas Wasser? Nein. Ja. Ja, wir hatten glaube ich hier bei Tag 1 Delphi Röber mit D von Delphi. Hier, da haben wir es doch. Ja, den PowerPoint, wenn der geht. Ging zumindest vorhin. Ja? Der hat das doch vorhin alles offen, hat das wieder zugemacht? Der hat den Virenscanner wahrscheinlich zugemacht, damit sie nicht verwirrt ist, wenn sie zwischen YouTube und ihrer Präsentation. Also, herzlich willkommen von meiner Seite, Jens Kröger vom Öko-Institut. Toll, dass um die Uhrzeit noch so viele Leute hier aufgetaucht sind und nicht alle zum Schnippeln abgewandert sind. Ich möchte eine Studie vorstellen und meiner Meinung nach auch das wichtigste Thema dieser ganzen Konferenz hier, nämlich das Thema Software. Ich denke, dass Software nicht nur wichtig ist, sondern auch immer wichtiger wird, weil Software letztlich dasjenige ist, was den Laden hier am Laufen hält oder was den ganzen Ressourcenverbrauch von Hardware am Laufen hält. Ich begrüße hier eine Co-Autorin der Studie, Eva Kern. Lorenz Hilti haben wir heute Morgen gehört beim Eröffnungsplenum, auch er hat mitgearbeitet. Ja, ich gehe da einfach mal durch und versuche das einigermaßen kurzweilig zu gestalten, die Vorstellung. Und ich hoffe auch, dass wir tatsächlich oder dass ich jetzt hier durchrennen kann in 20 Minuten, sodass wir dann noch 10 Minuten zum Diskutieren haben. Wir haben uns verschiedene Forschungsfragen im Rahmen dieses Vorhabens gestellt. Erstens, gibt es überhaupt einen Zusammenhang zwischen Software und Ressourcenverbrauch? Zweitens, gibt es Kriterien, können Kriterien entwickelt werden, um die Ressourcenbeanspruchung durch Software zu entdecken? Drittens, eignen sich solche Kriterien, um verschiedene Softwareprodukte zu vergleichen? Kann ich also sagen, hier ist ein grünes Softwareprodukt und hier ein rotes Softwareprodukt, ein nachhaltiges, ein weniger nachhaltiges? Und viertens, gibt es sowas wie Mindestkriterien? Also kann ich sagen, es gibt einen Schwellenwert, ab dem ich sagen kann, eine Software ist gut oder schlecht? Das Forschungsprojekt hieß Entwicklung und Anwendung von Bewertungsgrundlagen für ressourceneffiziente Software unter Berücksichtigung bestehender Methodik. Das sind halt so typische Forschungstitel. Wir haben es intern Sustainable Software Development, kurz SSD genannt, also nachhaltige, das kommt ja natürlich immer wieder her. Oh, toll. Oh, nee, ich habe jetzt hier so ein Sicherheitscenter von Microsoft geöffnet. Das erfahren wir vielleicht auch im Rahmen dieses Vortrags, wie nachhaltig Microsoft eigentlich ist, oder vielleicht erfahren wir es. Wir haben dieses Projekt fürs Umweltbundesamt bearbeitet. Wir haben es mehr oder weniger gerade abgeschlossen. Der Endbericht ist gerade in der Veröffentlichungspipeline im Umweltbundesamt. Das braucht immer eine Weile, bis er dann wirklich auf der Webseite erscheint. Aber ihr habt praktisch in wenigen Wochen die Möglichkeit, auch den Endbericht runterzuladen. Das Projekt wurde von drei Partnern bearbeitet. Einerseits das Öko-Institut, wo ich herkomme. Öko-Institut ist praktisch so eine
unabhängige Forschungseinrichtung, die nachhaltige Zukunft im weitesten Sinne bearbeitet. Die Universität Zürich, wo wir heute Morgen ja den Lorenz Hilti gesehen haben, den deutlichen Fokus oder zumindest Lorenz seitens der Universität auf Ökobilanzierung von Informationstechnik hat. Und die Hochschule Trier, Umweltcampus Birkenfeld, wo hier die Eva auch im Raum mitsitzt, die sich um Softwaresysteme kümmern und die tatsächlich auch ein Labor haben, wo man Software unters Mikroskop legen kann. Die wichtigsten Ergebnisse in aller Kürze, also die Leute, die jetzt gleich gehen wollen, müssen praktisch nur diese Folie hier hören. Die wichtigsten Ergebnisse sind, dass Software ist maßgeblich für den Energieverbrauch und die Hardware-Inanspruchnahme zuständig. Das geht dahin, dass nicht nur die Software praktisch natürlich die RAM, CPU, Festplatte und so weiter treibt, sondern bis dahin, dass sie es übertreibt, indem Hardware weggeschmissen werden muss, weil die Software zu viel haben will. Das heißt, Stichwort Obsoleszenz, die frühzeitige Alterung, die wird nicht wirklich älter. Ich muss sie aber trotzdem wegschmeißen. Ich habe eine voll funktionstüchtige Hardware, muss sie aber wegschmeißen, weil möglicherweise das Betriebssystem zu hungrig ist oder die Software zu hungrig ist und die alte Hardware nicht mehr unterstützt. Wir haben im Rahmen des Projektes einen Kriterienkatalog entwickelt, mit dem wir Software untersuchen können. Der Kriterienkatalog besteht aus insgesamt... Kommt diese Meldung? Nee. Aus insgesamt 76 Einzelindikatoren, die wir, also Fragen, die wir an Software stellen und die wir abprüfen können, was die Software alles kann und was sie nicht kann. Drittens, dieser Kriterienkatalog oder die Anwendung des Katalogs zeigt deutliche Unterschiede zwischen Software, womit praktisch die Frage beantwortet wäre, kann ich Software vergleichen? Ja, ich kann sie vergleichen und sie zeigt deutliche Unterschiede. Und viertens, wir konnten Kriterien identifizieren, die jetzt in einem nachfolgenden Projekt für ein Umweltzeichen, nämlich den blauen Engel für Software verwendet werden sollen. Das heißt, zukünftig kann ich vielleicht mein Ego-Shooter-Spiel mit dem blauen Engel dann kaufen, weil es besonders sparsam besonders sparsam ist. Vielleicht. Zusammenhang zwischen Software und Ressourcenverbrauch, hier Ressourcenverbrauch als diesen ökologischen Fußabdruck dargestellt, die Kurzfassung davon, Software hat natürlich selber erstmal, braucht erstmal nichts, das ist auch der Grund, weshalb Software sich lange im luftleeren Raum mehr oder weniger bewegt hat, weil Software ist ja bloß so ein bisschen soft und nicht schlimm. Aber letztlich muss natürlich eine Software produziert werden, eine Software wird genutzt, eine Software muss entsorgt werden und Software über seinen gesamten Lebenszyklus wirkt auf eine Hardware. Auf eine Hardware mit Prozessorauslastung, auf Arbeitsspeicher, Permanentspeicher und auch mit Datenvolumen, die übers Netz geschickt werden. Und all die Effekte, die Software praktisch auf die Hardware ausübt, wirken natürlich auf den Verbrauch von natürlichen Ressourcen, sowohl in der Nutzungsphase, also dieser fette Block in der Mitte, als auch natürlich zur Produktion der Hardware und zur Entsorgung der Hardware. Schlimmster Fall, wie gesagt, wenn die Hardware weggeschmissen werden muss, weil die Software zu gierig ist. Das Ganze gibt es noch ausführlicher, wo dann noch zusätzlich die Software-Eigenschaften benannt werden. Wir haben so ein Wirkungsmodell von Software aufgestellt und zwar als Grundlage dafür, dass wir nachher ja auch Kriterien ableiten wollten. Das heißt, wir wollten rauskriegen, wo und wie wirkt Software eigentlich. Und ich kann das hier, weil es so klein ist, gar nicht lesen. Und ihr wahrscheinlich auch nicht, aber letztlich hat das viel damit zu tun, welche Features bietet eine Software, wird sie geupdatet, führen die Updates dazu, dass die Software ressourcenhungriger wird, wie wird eine Software genutzt, wie wird eine Software im Betrieb eingesetzt, kann ich eine Software weiterentwickeln und so weiter. Das ist also das ausführliche Wirkungsmodell, auf dessen Grundlage wir dann unser Kriterienkatalog entwickelt haben. Noch ein paar Bilder, Messaufbau zur Untersuchung von Software. Wir haben nachher Kriterien entwickelt, die wir praktisch auf die Software losgelassen haben. Dazu hat die Hochschule Trier Umweltcampus Birkenfeld ein Prüflabor. Das besteht aus, und da schaue ich mal, ob die Maus funktioniert. Geht die da? Nee. Ach, da kann ich hier rüberfahren. Ah, toll. Ich sehe auf dem Bildschirm was anderes als ihr.
Letztlich gibt es ein System under Test, also ein Testsystem, darauf installiere ich die Software. Drunter ein Lasttreiber, das ist ein Computer, der tut so, als sei er ein Nutzer und macht Nutzereingaben, fährt mit der Maus rum, macht irgendwas. Und diese ganzen Infos, die der Testrechner dann verursacht, landen auf einer Datenerfassung. Zusätzlich ist natürlich ein Leistungsmessgerät, was den Energieverbrauch erfasst, dran. Und ich kann diese Daten nachher alle auswerten und bewerten. Weitere Voraussetzungen, wir brauchen, um sowas übertragbar zu machen, dass nicht nur dieses eine Labor das kann, sondern auch andere Labore das können, ein Referenzsystem, das heißt, es muss festgelegt sein, auf welchem Rechner, auf welchem Computer überprüfe ich das. Wir brauchen sowas wie ein Standardnutzungsszenario, das heißt, ich zeige nachher Folien, wo wir zum Beispiel Textverarbeitungsprogramme verglichen haben. Der Witz ist natürlich, dass ich mit beiden Programmen genau das Gleiche machen können muss. Das heißt, ich brauche ein Standardnutzungsszenario, wo ich sage, ich mache damit irgendwas, schreibe einen Text, füge ein Bild ein, tue das Inhaltsverzeichnis aktualisieren und sonst was. Das heißt, ich muss für jede Software und tatsächlich für jeden Software-Typ, den ich untersuche, sowas wie ein Standardnutzungsszenario festlegen. Drittens, ich brauche einen Lasttreiber, habe ich als extra Rechner da gezeigt. Es gibt tatsächlich, und auch in dem Projekt haben wir sowas wie WinAutomation genutzt, dass auf dem Testrechner selber eine Software installiert ist. Der einzige Haken ist, dass die Software, die zusätzlich drauf installiert ist, natürlich das Ergebnis auch irgendwie beeinflusst. Und ich muss natürlich Fehler vermeiden. Wir haben unseren Standardnutzungsszenario beispielsweise immer 30 Mal durchlaufen lassen, um sicherzugehen, dass da nicht irgendwie einzelne Ausreißer drin sind. Wir haben in dem Vorhaben vier verschiedene Produktgruppen an Software untersucht: Textverarbeitung, Internetbrowser, Content Management System, Datenbank. Und gleich zeige ich ein paar schöne Bilder, um eben diese Forschungsfragen bzw. die Antworten, die wir dazu gegeben haben, schön zu illustrieren. Innerhalb der Textverarbeitung haben wir zwei untersucht, bei den Browsern drei, Content-Management-Systeme auch drei, Datenbanken haben wir auch drei verschiedene untersucht und ich zeige jetzt ausschnittartig exemplarische Messergebnisse. Erstmal Messergebnisse im Leerlauf dieser Software, das heißt, ich starte die Software und mache nichts, also die Software ist bloß gestartet. Da sehe ich jetzt hier zum Beispiel sehr schön die CPU-Auslastung auf der linken Seite und die RAM-Auslastung auf der anderen Seite bei zwei verschiedenen Textverarbeitungsprogrammen. Das eine Textverarbeitungsprogramm braucht die CPU zu 4%, das andere bloß zu 1,7%, obwohl nichts passiert. Du hast eine Zwischenfrage, ist das so? Ja? Du kannst hier auf der vorigen Folie gucken, dass das eine Textverarbeitungsprogramm ein proprietäres ist und das zweite ein quelloffenes. Aber Fakt ist, wir wollen jetzt in dem Vorhaben auch nicht einzelne Produkte bashen oder sowas, sondern wir wollen zeigen, wir haben eine Methodik entwickelt und die Methodik ist anwendbar. Ja? Und was dann Prüflabore oder Testmagazine daraus machen, ist ihre Sache. Aber wir wollen uns natürlich auch nicht irgendwelchen Klagen von Firmen mit guten Anwälten aussetzen. Ja? Okay, nächste Folie. Immer noch Leerlauf. Wir haben drei verschiedene Browser untersucht und die machen nichts, also sind nur eingeschaltet. Die ersten beiden Browser brauchen die CPU unter 1%. Der dritte Browser treibt die CPU-Leistung auf 12% hoch, ohne dass wirklich was passiert. Das ist bitter und letztlich, wenn ich mehrere solche Anwendungen auf meinem Rechner laufen habe, komme ich dann auch sehr schnell dazu, dass der Rechner gar nicht mehr richtig funktioniert, weil zu viel Ressourcen in Anspruch genommen werden. Drittes Beispiel, Leerlauf Content Management Systeme. Das ist jetzt eine Messung, die auf einem Server stattgefunden hat, also nicht auf einem lokalen Rechner, sondern im Rechenzentrum auf einem Server. Hier sind die Unterschiede nicht so riesig, aber auch da ist es so. CPU wird, wenn dieses Programm im Leerlauf ist, also wenn kein Nutzer auf dieses Content-Management-System zugreift, praktisch null oder nicht messbar, während im RAM befindet sich viel von dem Content-Management-System und auch da kann ich sehr wohl Unterschiede messen. Wie gesagt, es funktioniert. Diese Standardnutzungsszenarien, von denen ich gesprochen habe, also jetzt gerade war ja nur Leerlauf, da war ja noch kein Standardnutzungsszenario, ich habe es ja noch gar nicht genutzt, sondern nur eingeschaltet.
war sozusagen Standby, sehen natürlich bei den Programmen unterschiedlich aus. Textverarbeitung, will ich einen Text bearbeiten, Inhaltsverzeichnis einfügen und so weiter. Beim Browser schaue ich meine E-Mails an und so weiter. Das Ganze muss natürlich automatisiert werden. Wie gesagt, da kann sich nicht einer und vor allen Dingen 30 Mal hintereinander hinsetzen und immer das Gleiche machen, sondern dieser Lasttreiber treibt den gleichen Standard-Nutzungsszenario drüber. Und währenddessen messe ich zum Beispiel die Leistungsaufnahme des Geräts. Und da sehe ich wieder diese zwei magischen Textverarbeitungsprogramme. Das ist das Textverarbeitungsprogramm 1. Hat eine Leistungsaufnahme von 130 Watt die ganze Zeit während der Durchführung des Standardnutzungsszenarios. Und das Textverarbeitungsprogramm 2, da ist ein bisschen, deshalb sind auch die Pfeile eingezeichnet, kann ich nachvollziehen, dass ich da was gemacht habe währenddessen oder das Standardnutzungsszenario geöffnet hat, Layout geändert, gespeichert hat. Dadurch geht dann zum Beispiel, weil die Festplatte dann anspringt, geht der Verbrauch hoch. Aber es gibt eben halt auch diesen Fall von 1, wo ich glücklich sein kann, wenn der ab und zu mal Pause macht. Ja? Das heißt, die Software ist tatsächlich, und das war praktisch auch das, was wir hier zeigen wollten, die Software ist so programmiert, dass ständig diese CPU beansprucht wird oder ständig Strom verbraucht wird, obwohl es nicht einzusehen ist, also obwohl es auch besser geht. Wir wollten nachher nochmal kurz diskutieren. Ja. Das heißt, wir haben jetzt dieses Standardnutzungsszenario drüber laufen lassen und auch an der Stelle festgestellt, Textverarbeitungsprogramm 1, das sind Megabyte mal Sekunden an RAM, ist da die ganze Zeit dabei, irgendwas mit der mit dem RAM an der Stelle anzustellen, und auch die Browsers unterscheiden sich. Ich will das jetzt gar nicht groß interpretieren, sondern praktisch der Witz an dieser Methode sollte sein, zu zeigen, es gibt die Unterschiede, und letztlich kann ich so eine Methode, auch so eine Messmethode natürlich nutzen, meine Software besser zu machen. Das heißt, im Entwicklungsprozess von Software gleich zu sehen, oh hoppla, da stimmt was nicht. Energieverbrauch ist auch deshalb interessant, weil zum Beispiel bei mobilen Anwendungen führt natürlich Energieverbrauch zu einer kürzeren Akkulaufzeit. Das heißt, im Prinzip kann es auch, es muss gar nicht ökomäßig motiviert sein, sondern einfach von der Praktikabilität oder von der Usability ist es interessant, wenig Energie zu verbrauchen. Noch ein Bildchen Standardnutzungsszenario im Vergleich, und diesmal der Energieverbrauch. Dieses eine, das ist hier das sieht man ja gar nicht genau, das, was in grün ganz links zu sehen ist, ist wieder unser Textverarbeitungsprogramm, was 3,6 Wattstunden zur Ausführung dieses Standardnutzungsszenario braucht. Ist erstmal nicht so viel, aber wenn man weiß, dass in allen Behörden, allen Verwaltungen meistens genau dieses Textverarbeitungsprogramm läuft, weiß man, dass es Kleinvieh eben auch Mist macht. Genauso der mittlere Balken, also dieser mittlere Dreierblock, dieser Browser, der da ist, auch da ist es so, es gibt auch beim Energieverbrauch ganz klare Unterschiede. So, wie gesagt, Grundlage dafür war ein Kriterienkatalog für nachhaltige Software, und dieser Kriterienkatalog, ich habe bloß Ausschnitte daraus gezeigt, nämlich da, wo man so schöne Bilder draus machen kann, aber der besteht eben aus sowas wie Ressourceneffizienz, wozu eben die Inanspruchnahme der Hardware, Inanspruchnahme von Energie gehört. Dazu gehört aber auch ganz klar die potenzielle Hardware-Nutzungsdauer. Das heißt, wie lange kann ich die Hardware nutzen mit der Software, oder führt die dazu, dass die Software weggeschmissen werden muss? Und drittens ein ganz wichtiges Thema, Nutzungsautonomie. Und für die drei Themen gibt es jetzt noch ausführlichere Folien. Ressourceneffizienz, wirklich sowas bezogen auf Hardware, auf Energie, auf Ressourcenmanagement. Potenzielle Hardware-Nutzungsdauer, und das ist sozusagen mein Lieblingskriterium, wie alt darf der Rechner sein, auf dem diese Software noch läuft? Also muss ich mir mit der neuen Software einen neuen Rechner kaufen, oder läuft die Software auch auf einem 10 Jahre alten Rechner? Sowas wie Plattformunabhängigkeit und Portabilität, wenn ich mich jetzt entschließe, vielleicht doch auf Linux umzusteigen, bringt die, oder muss ich mich in eine neue Software einarbeiten, oder habe ich die Möglichkeit, mit der Software umzuziehen in ein neues Betriebssystem? Hardware-Suffizienz ist nochmal ein bisschen special. Wenn ich eine Software weiterentwickle, wird sie dann immer hungriger, oder bestenfalls wird sie sogar sparsamer, oder wenigstens hält sie ihren Hunger an Hardware bei. Nutzungsautonomie sind die Themen, die uns als
Verbraucherin als Verbraucher interessieren sollte, nämlich darf ich so eine Software überhaupt nutzen? Ist es eine freie Software? Ist der Code offengelegt? Habe ich die Möglichkeit, den Code weiterzuentwickeln? Habe ich die Möglichkeit, die Software weiterzugeben? Aber auch sowas wie, kann ich die Software deinstallieren? Wie viele Datenfragmente hängen da immer noch rum auf meiner Festplatte, nachdem ich sie installiert habe? Und das nächste Mal, wenn ich sie wieder installiere, begrüßt sie mich mit Hallo, willkommen zurück oder sowas. Das heißt, Nutzungsautonomie ist praktisch mein Interesse als Nutzender der Software, die Software so zu nutzen, wie ich sie will und möglicherweise selbst weiterzuentwickeln. Ja, wie gesagt, insgesamt sind es 76 Kriterien und Indikatoren. Alle sind sie vereint in diesem Kriterienkatalog, der ist schon veröffentlicht. Das ist die Seite von dem Umweltcampus Birkenfeld, greensoftwareengineering.de. Der Forschungsbericht erscheint in Kürze. Und als Ausblick wollte ich jetzt noch geben, dass diese Kriterien, die wir da entwickelt haben, natürlich auch für den öffentlichen Einkauf verwendet werden können. Wir wissen, die öffentliche Hand gibt viel Geld aus, sie gibt unser Geld aus, um damit was zu kaufen. Und letztlich macht die öffentliche Hand bereits jetzt, oder tut sie oder will sie das, dass sie umweltfreundliche Produkte kaufen. Und anhand dieses Kriterienkatalogs ist es zukünftig auch möglich, auf solche Nachhaltigkeitsaspekte beim Softwareeinkauf gezielt abzuzielen und solche Mindestanforderungen zu fordern. Softwareentwickler können natürlich den Kriterienkatalog und die Methodik, die dahinter liegt, nutzen, ihre Software besser zu machen. Wir sind gerade dabei, oder auch die Uni Trier, Umweltcampus Birkenfeld, einen blauen Engel für Softwareprodukte zu entwickeln. Und viertens kann ich natürlich so eine Abprüfung der Kriterien, die landen nachher in einer Datei, so eine XML-Datei, kann ich natürlich an eine Software rankleben und habe praktisch zusammen mit der Software die Information, wie viel Hardware verschluckst du, wie reparierbar ist diese Software, wie langlebig wird sie unterstützt. Zusammen kann ich das mit der Software ausliefern und letztlich natürlich auch in irgendwelchen Verkaufsportalen für Software und so weiter automatisch auslesen. Das war's. Vielen Dank. Ja, vielen Dank für diesen spannenden Vortrag. Wie gehabt, ich schaue ins Publikum. Wer Fragen oder Anmerkungen hat, einmal die Hände hoch bitte. Ich fange mal gleich hier von in der ersten Reihe an. Wir sammeln eine Runde und dann geben wir zurück an dich. Danke dir für den Vortrag. Ich, zwei Fragen. Erstens, habt ihr mal Hochrechnungen gemacht, was das ausmachen würde, wenn öffentliche Hand umstellen würde? Also, dass ihr eine Abschätzung habt, was man an Energie oder anderen Ressourcen sparen könnte, würde die öffentliche Hand umstellen. Und das Zweite ist, blauer Engel und Auszeichnungen sind ja ein wichtiger erster Schritt. Die Frage wäre, ob man verpflichtende Vorgaben auch machen könnte, im Sinne von zum Beispiel Ökodesign-Vorgaben, ob Software da grundsätzlich eigentlich erfasst würde oder erfassbar wäre über die Richtlinie. Ja. Hallo, ich habe eine eher technische Frage zu der Auswertung, und zwar bei der CPU-Messung. Habt ihr da auch mal betrachtet, wie das ist, wenn eine Grafikkarte zum Beispiel dabei ist? Weil wenn es eine grafische Oberfläche hat, kann es ja durchaus effizienter sein, im Stromverbrauch zum Beispiel und so weiter. Ne? Danke. Ja, danke schön. Weitere Fragen da? Ja, vielen Dank. Inwiefern habt ihr oder betrachtet ihr Manipulationsmöglichkeiten mit dem Testsystem? Inwiefern können Hersteller quasi diese Kriterien umgehen? Habt ihr das im Hinterkopf behalten? Dankeschön. Meine Frage wäre, woher kommen denn diese großen Unterschiede? Liegt es, also ist vielleicht eine dumme Frage und die meisten wissen das, aber für mich ist es nicht ganz klar. Bedeutet das, dass die eine Software schlechter programmiert ist oder? Danke. Dankeschön. Ich nehme mal noch eine weitere Frage, bis wir erstmal beantworten und dann machen wir vielleicht noch eine Runde.
Okay, nachdem in modernen IT-Systemen sehr viele Komponenten miteinander zusammenspielen, hat man oft auch Effekte, die einfach nicht deterministisch sind. Deswegen wäre es eher so eine Bitte von mir, dass ihr bei solchen Statistiken wie CPU-Auslastung, wenn ihr 30 Messvorgänge macht, auch die Varianz mit anzeigt. Weil es ist meiner Erfahrung nach einfach nahezu unmöglich, wirklich dasselbe Messergebnis über 30 Messläufe zu bekommen. Und die können sich auch zum Teil sehr stark unterscheiden. Ja, dann will ich jetzt in den letzten 6 Minuten die 6 Fragen beantworten. Ich fange da vorne an. Hochrechnung der Umstellung der öffentlichen Hand. Dazu müssten wir erstmal wissen, was die öffentliche Hand alles für Software da hat und wie hoch die Einsparpotenziale sind. Das heißt, so eine Rechnung ist schlichtweg nicht möglich. Aber wir beobachten das natürlich eher so anekdotisch, dass immer mal wieder ganze Rechnergenerationen zum Beispiel rausgeschmissen werden müssen, auch bei der öffentlichen Hand. Und das heißt, wir sehen, da ist ein Problem und letztlich reicht es dann auch erstmal, man muss nicht wissen, wie groß oder welche Zahl dahinter steht hinter dem Problem, sondern da ist ein Problem und schlimmer noch, letztlich ist Hardware mehr oder weniger ausgereift und Software ist grundsätzlich das, was den Hardwareverbrauch vorantreibt. Deshalb habe ich auch eingangs gesagt, Software ist das wichtigste Thema überhaupt. Im Prinzip könnten wir diese ganzen wertvollen Ressourcen, Rohstoffe, Gold und so weiter, die in Hardware drin ist, viel länger in diesen Geräten halten und es wäre auch aus ökologischen Gesichtspunkten sinnvoll, wenn nur die Software mitspielen würde. Tatsächlich stimmen die sich ja sogar untereinander ab, dass die Hardwareindustrie happy ist, wenn die Software dazu führt, dass neue Geräte gekauft werden müssen. Zweiter Punkt, Ökodesign für Software. Zur Info, Ökodesign ist ein europäisches Instrument, um Produkte insgesamt besser zu machen. Und der ganze IT-Sektor, nicht nur Software, sondern auch Server, Rechenzentren und so weiter, ist in der Vergangenheit immer unter dem Radar von Ökodesign gewesen. Stattdessen kümmert man sich um Glühlampen oder sowas. Und Tatsache ist, dass das kommen wird. Server sind jetzt gerade am Kommen und irgendwann wird auch auf europäischer Ebene entdeckt werden, was für einen Einfluss Software hat und dann wird es natürlich auch Mindestanforderungen für Software geben. Insofern kann ich jedem Entwickler jetzt schon mal, wenn er zukunftsfähig sein möchte, empfehlen, sich ein klares Bild darüber zu machen, was seine Software für Auswirkungen hat. Was für Auswirkungen hat die Software? Da komme ich zur 5. Frage. Ich springe gleich wieder zurück. Wir haben ja gesehen, die gleiche Software oder mit der gleichen Funktion belastet CPU und so weiter unterschiedlich. Und tatsächlich ist es so, dass ich so oder so programmieren kann. Ich kann, wenn ich eine Pause habe, im Kreis rennen oder ich kann den Prozess abstellen. Das heißt, ich kann natürlich, wenn ich programmiere, gut oder schlecht programmieren. Tatsache ist, dass dadurch, dass die Geräte immer schneller werden, auch die Softwareentwickler angereizt sind, nicht mehr auf die vernünftigen Algorithmen oder was zu schauen, sondern praktisch das Wachstum an Hardware ausnutzen durch schlechtes Programmieren, natürlich auch schnelleres Programmieren. Und Fakt ist, dass mein Textverarbeitungsprogramm heute schlechter funktioniert als 2 Generationen davor, weil es einfach lausig programmiert ist. Was ist mit der Grafikkarte? Wichtiges Thema, ganz klar, wir haben tatsächlich hier keine so besonders grafiklastigen Dinge entwickelt und wenn wir diesen Katalog weiterentwickeln, werden wir mit Sicherheit nochmal gezielt auf die Grafikkarte schauen, weil wir natürlich wissen, viele Prozesse werden auf die Grafikkarte ausgelegt. Manipulationsmöglichkeiten, klar, diese Methodik, die wir gerade entwickelt haben, ist noch jung und mit Sicherheit manipulierbar. Das Spannende ist aber eher, was wir ja auch heute Morgen schon gehört haben, dass Software eher dazu geeignet ist, die Hardware zu manipulieren. Und da kommen dann solche Kriterien wie Transparenz der Datenformate, Offenlegung des Codes und so weiter rein, die dazu führen, dass die Hardware nicht manipuliert werden kann, weil ich nämlich in den Code reingucken kann. Das heißt, die Offenlegung des Codes oder die Anwendung unseres Kriterienkatalogs wird natürlich die Manipulationsmöglichkeiten reduzieren. Jetzt habe ich noch 2 Minuten. Die Varianz, natürlich haben wir das nach allen Regeln der Kunst, der wissenschaftlichen Kunst, diese Varianz uns auch angeschaut und in dem ausführlichen Bericht wir haben zu diesem Forschungsprojekt eine eigene Software entwickelt, mit denen solche Logdaten, die ich selber generieren kann, ausgewertet werden können und mit dieser also kann sich jeder runterladen und selber anwenden, kann ich tatsächlich auch die Varianz von solchen Ergebnissen selber für mein
für meine Software, die ich durchgemessen habe, mir anschauen und bewerten, ob ich da jetzt schlimm daneben liege oder nicht. Aber das Interessante ist tatsächlich, dass wir mit dem Projekt erstmalig systematisch, also man hat es immer geahnt, dass es da Unterschiede gibt, systematisch sowas untersucht haben und wir stehen da mehr oder weniger ganz am Anfang. Deshalb haben wir viele Sachen auch noch keine Antwort, aber ich sage euch, das Thema wird immer wichtiger werden. Das war jetzt auch mein Schlusswort. Applaus